erste Aufgabe von Mathe Mai, die da heißt, wehe, wenn sie losgelassen. In der Aufgabe geht es darum, wenn man eine gute Idee hat, dann ist sie eigentlich relativ leicht, logisch zu lösen. Programmiertechnisch ein bisschen schwieriger, aber man kann einiges lernen. Also in der Aufgabe geht es darum, 33 Rentiere sollen gefüttert werden. Dafür stehen 4 Ställe zur Verfügung. Vom Eingang aus kommt erst Stall 1, dann 2, dann 3, dann 4. Damit nicht alle Rentiere direkt in den ersten Stall rennen und alle da drin gestopft sind, während 2, 3 und 4 frei sind, gibt es folgende Regeln. Die erste Regel ist, die Rentiere werden einzeln in die Ställe gelassen. Wenn in allen Stellen gleich viele Rentiere drin sind, dann kann sich das neue Rentier aussuchen, in welchen Stall es geht. Wenn nicht, dann muss das Rentier immer in den Stall gehen, der die wenigsten Rentiere beherbergt und der am weitesten weg ist von dem Stall, der zuvor besetzt wurde. Das sind die beiden Regeln. Und jetzt geht es um folgende Aufgabestellung. In welche Box geht das letzte Rentier, wenn alle Rentiere die Regeln einhalten? Möglichkeit A ist, das letzte Rentier kann sich aussuchen, in welche Box es geht. B ist, das letzte Rentier muss in die erste Box gehen. C, das letzte Rentier kann zwischen den mittleren beiden Boxen 2 und 3 wählen. Oder D, das letzte Rentier muss in die letzte Box gehen. So. Einmal kurz logisch überlegen, was könnte es sein? Wenn es 33 Rentiere sind, dann ist es, bei 32 Rentieren befindet sich in Stall 1 bis 4 jeweils 8, damit gleich viele, also müsste das 33. Möglichkeit A ist es, kann sich es aussuchen. So einfach wäre es. Wenn man es jetzt aber ausrechnen möchte, dann kann man sich noch überlegen, in die erste Box gehen, welcher Fall wäre das? Das heißt, das vorherige müsste entweder in Box 4 gegangen sein oder in 3. Und die erste Box muss noch frei sein. Und Box 4 könnte bedeuten, es war vorher in 1 oder 2 oder vielleicht auch in 3 und nur noch 4 ist übrig. Kompliziert. Wenn man sich das mal aufmalt, malt euch mal Boxen 1 bis 4 auf und guckt, egal wo man anfängt, in welche man dann springen würde, werdet ihr schnell feststellen, es werden ziemlich viele Fälle, können gar nicht auftreten. Deswegen ist die Programmierung an der Stelle zum Teil, wenn man einfach blind drauf los programmiert, unnötig kompliziert. Weil viele der Fälle braucht man gar nicht. Egal, ich zeig's euch mal. Als Boxen habe ich wieder eine Liste genommen mit 4 Stellen und da zähle ich einfach nur, in welcher Box 1, 2, 3, 4 sich wie viele Rentiere befinden. Eine Variable zuletzt besetzt sagt aus, in welcher Box, an welcher Stelle das letzte Rentier reingegangen ist. Und dann laufe ich die Schleife 33 Mal durch. Ich habe zwei Hilfsfunktionen. Die erste sagt mir, gibt mir alle Positionen an, in denen die noch frei sind, also in denen die kleinste Anzahl an Rentieren ist, für den aktuellen Durchlauf. Die funktioniert so. Ich gehe einfach alle durch von der Liste und wenn die Zahl der minimalen Zahl der Liste entspricht, dann füge ich die zu der Hilfsliste zu und die gebe ich zurück. Ganz einfach. Wenn die Länge 4 ist, das heißt, es gibt 4 kleinste Positionen, dann ist das der Fall 1, dass sich überall gleich viele befinden und dann kann sich das Rentier in der Box aussuchen. Das mache ich wieder mit der Random-Funktion. Wenn nicht, dann muss ich das nach der Logik machen, und zwar welche Box hat die größte Distanz, und da muss ich natürlich überlegen, welche Optionen gibt es überhaupt, wo war ich zuletzt, kompliziert. Wie ihr seht, gibt es rein logisch gesehen 1, 2, 3, 4, 5 Fälle,
wobei die letzten beiden gar nicht auftreten können. Ich gehe das nicht im Einzelnen durch. Ihr könnt euch das herunterladen, wenn ihr wollt, und ausprobieren. Im Prinzip geht es einfach nur darum, der erste Fall ist, dass es nur noch eine Option gibt. Dann muss ich in die natürlich reingehen, weil sich da die wenigsten Rentiere befinden. Oder wenn ich in der kleinsten Box bin, dann muss es in die größte Box gehen. Oder wenn ich in der größten Box bin, dann muss ich in die kleinste gehen. Oder wenn ich in der zweitkleinsten bin, aber die größte noch da ist, dann muss ich auch in die gehen. Oder wenn ich in der zweitkleinsten bin, wie gesagt, es wird kompliziert. Probiert's aus und ihr werdet sehen, dass dieser Fall, also dass ich zwischen Box 1 und 3 wählen kann, weil ich gerade in Box 2 bin und die 4 nicht mehr verfügbar ist, kann nicht auftreten. Genauso wie dieser Fall nicht auftreten kann, dass ich als letztes Box 3 gewählt habe, Box 1 nicht mehr verfügbar ist, weil dann könnte ich ja auch zwischen 2 und 4 wählen. Den gibt es nicht, den Fall. Probiert es aus. Egal, wie ihr es belegt, geht nicht. So. Wir notieren die Box, in der das in die das Rentier geht und geben es aus. Genau. Also ich setze die Variable um 1 hoch und sage, das Rentiernummer so und so, Schleifendurchlauf geht in Box zuletzt besetzt. Das war's. Ich habe hier so eine kleine Shell, aber ich nehme mal die größere Shell, dann sieht man es ein bisschen besser. Das wäre die Programmausgabe. Und da können wir mal kurz reinschauen. Rentier Nummer 1 kann sich eine Box auswählen. Rentier Nummer 1 geht in Box 2. Warum auch nicht. Das nächste Rentier muss in Box 4 gehen, denn es ist am weitesten weg von Box 2. Und das macht es dann auch. Das ist nett. Das nächste Rentier muss in Box 1 gehen, denn die 1 ist am weitesten weg von 4. Und das macht es dann auch. Und das letzte Rentier muss in Box 3 gehen, denn da befinden sich die wenigsten Rentiere. Dann kommt wieder der Fall, dass das Rentier Nummer 50 eine Box aussuchen kann, weil in jeder Box gleich viele sind, nämlich 1. Das Rentier wählt sich Box 1 aus. Damit muss das nächste in die 4 gehen und das nächste in die 2 und das nächste in die 3. Und das neunte kann sich wieder eine Box auswählen. Und das geht so weiter, bis wir sehen, Aufgabenstellung, das Rentier Nummer 33 kann sich eine Box auswählen. Tada! Es geht in Box 1, in diesem Schleifendurchlauf. Aufgabe gelöst. Ich hoffe, ihr habt es richtig gemacht. Bis morgen.